Gunther steht schon stramm. Er wartet darauf, gebacken zu werden. Wieso? Der Rotkohl ist auch schon fast fertig. Wieso Gunther? Gunther die Gans. Wo ist Pedro? Pedro. Aber Petrolino ist das hier. Petrolino. Kleiner. Das ist Petrolino. Der hat nur 3,5 Kilo. Deswegen... Mach ich noch Hansi den Hahn rein. Petrolino, Hansi den Hahn und Gunther die Gans. Einen wunderschönen guten Abend. Unseren Essensplan habt ihr ja gesehen. In Rohzustand. Ich versuche mal die Cyrus mal eben abzuwürgen. Ich hasse diese. So. Ja, habt ihr ja gesehen. Petrolino, Hans die Gans und. Nein. Gunther die Gans und Hansi der Hahn. Hansi der Hahn, Gunther die Gans und Petrolino das Pütchen. Ja. Im Fernsehen läuft gerade eine schöne Bescherung, unser Lieblingsfilm. Haben wir aber auf Video, können ich auch am 24. August gucken. Ich sitze hier in der Essdiele und craftle. Was ich craftle, zeige ich euch gleich. Ich habe gestern schon von Alex mein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar diese Mütze von 47. Ich kann sie jetzt nicht so aufsetzen, weil ich einen Dutt habe. Dann ist das nicht so special. Aber die ist super weich. Und super schön. Und ein Parfüm hat er mir gekauft. Und zwar ein Eau de Parfum. Schnell Nummer 5. Das habe ich aufgetragen. Ich gehe damit natürlich sparsam um, ne? Sonst habe ich Alessa Ashley Mask und Jovan und so. Ich habe mich natürlich gleich erkundigt. Coco Chanel hat das 1921, da wollte sie was ganz Grandioses kreieren. Und das hat sie an ihre Zeit, wo sie aufgewachsen ist, was weiß ich wo, erinnert. Und das ist eben halt diese Chanel Nummer 5 von 1921. Ist auch immer noch auf Platz 2 der Parfüms. Ich muss aber sagen, ich finde, dieses Chanel Nummer 5 ist erst für ältere Frauen, finde ich das. Also ich mochte das früher nicht. Ich mochte auch nicht J'adore, hat mir Sven damals geschenkt. Ich glaube, das ist schon 20 Jahre oder 25 Jahre her. Da hat er mir J'adore geschenkt. Mochte ich nicht. Jetzt mag ich's. Ja. Für Sandra, die eine Sandra, ich sag mal, Sandra B., den habe ich restauriert und rekonstruiert und unten nochmal. Ich habe gedacht, ich mache unten, wollte ich so ein Filzläuferchen so, ne? Aber kann man ja auch selber machen, aber so lackiert ist er jetzt noch nicht. Und jetzt knete ich gleich ein für Sandra P. Und Sven sagt auch, da sagt er, verstärkt doch den Leuchtturm und die Häuser so mit Zahnstocher, dass das nicht abknickt. Ich habe hier auch schon Verpackungsmaterial. Etiketten habe ich auch ausgedruckt. Ja. Aber was ich mache, ist, ich gieße. Ich habe gegossen und zwar kleine, entweder sind das so, ja, Pflanztöpfe sind es nicht, Übertöpfe dann, weil da ist kein Loch drin. Ich habe das mit Tondicht ausgegossen. Erstmal habe ich die gegossen mit Alabastergips. Dann habe ich mit Tondicht, als sie trocken waren, da könnte man jetzt so eine kleine Kakteen, Sukkulenten, bliblablub, reinstellen. Ich habe hier mal so ein Beispiel. So. Oder man sagt, nö, man macht
Ein Teelicht passt da auch rein. So, ich finde die so niedlich. Und zwar sind das zwei Stück. Die ist noch nicht ganz trocken hier. Und die bin ich gerade am Gießen. Ich habe wieder zu wenig Masse gehabt. Sven hat mir das nochmal nachgegossen. Und ja, das habe ich eben bemalt und lackiert. Tuscheln sich da was zu. Und die finde ich ganz niedlich. Die werde ich dann auch in meinen Shop anbieten, wenn ich dann soweit bin. Und meine Bilder auch mal. Aber ich habe jetzt keine Lust, immer nur zwei oder drei Teile irgendwas da rein und dann. Das finde ich blöd. Guck mal, so sehen sie süß aus, ne? Ja, super. Also. Was so ein bisschen Glanzlack ausmachen kann, ne? Ja, ja. Nein, ne? So, eben noch einen kleinen Schnack schriftlich mit Bille gehabt. Jetzt mit Gitte eben nochmal FaceTime. Die guckt noch schöne Bescherung. Gleich kommt ja Eddie. Und ich werde jetzt einmal mir die Modelliermasse schnappen und einmal ein oh, das ist ja nicht mal ein Punkt, ey. Das ist, wenn man mit dem Gedanken schon weiter ist. Ein Westerheber-Teelichthalter machen. Mit Modelliermasse. Ein bisschen was für die Häuser, für die Schafe abtrennen. Aber das lasse ich noch in der Verpackung. Und dann werden wir mal kenneten. Ich dachte, ob ich die Abstellfläche, wo der Leuchtturm und die Häuser und Schafe raufkommen, ein bisschen breiter mache. Mehr Fläche, das was bringt. Wir werden sehen. Ich werde sie jedenfalls betonieren. Harte Hand Chaos mit Musik. Was mir hier in letzter Zeit alles passiert ist, ihr glaubt es nicht. Gestern ist mir komplett mein ganzes Wasserglas umgekippt. Das müsst ihr euch so vorstellen. Mit Gips und mit allem drum und dran. Dazu mein Trinkenwasserglas. Ich sitze hier auch wie Schmier-Otto. Egal. Alles umgekippt. Es schwamm hier. Und das abends. Ich weiß gar nicht, wie spät das war. Das mag ich auch gerne, ne? Wenn man, ich brauche ein Atelier. So, dass wenn wir in Lotto gewinnen, dann schmeißen wir den Anwalt da raus. Wo früher Edeka drin war, ist jetzt ein Anwalt drin und eine Sozialstation. Ich übernehme die Sozialstation und biete Bastelkurse an.
Hinten immer ein bisschen höher. Teelicht zum Testen. Passt. Was macht ihr Heiligabend? Ersten und zweiten Weihnachtstag. Schreibt mal in die Kommentare. Das Rohgerüst steht. Ich habe hier probiert, ob da auch das Teelicht dann reinpasst. Passt. Und jetzt werde ich das schön durchtrocknen lassen. So, Freunde, ich habe mir eben meinen Salat fertig gemacht. Es ist jetzt 12 Mitternacht, 0 Uhr. Für mich ist gestern Stunde 3 Uhr morgens. Ja, ich werde jetzt hier meinen Frosch wegpacken und hier noch ein bisschen Müll entsorgen. Meinen Thunfisch-Mozzarella-Tomatensalat werde ich gleich essen. Ja, um diese Uhrzeit. Morgens ist im Moment mein Blutzucker auf 90 nüchtern. Ich musste die nochmal gießen. Die habe ich verhutzt. Diese Blumenmädchen. Den anderen habe ich ja gezeigt, den Leuchtturm-Dingens. Dann habe ich ein bisschen in meinem Kalorbuch rumgewerkelt, was mir leider auseinandergeht. Ich klebe jetzt die Seiten immer noch mit Tesa extra fest. Mir gefällt ja der Einband so schön, weißt du? Weißt du? Ja. Das. Der Leuchtturm, dann habe ich noch einen Kaktus, den kann man als Ringschmuckablage, aber auch als Teelicht benutzen. Der trocknet gerade da. Hier ist ein Trümmermädel. Da habe ich aber gedacht, weil die Plan aufliegt, da unten werde ich einfach eine Airdry, also Modellier. Massenplatte untermachen und dann ist das immer noch ein Teelichtteil dann niedlicher für den Garten oder irgendwo einen Blumenpott zu setzen. Ja, die hier, ich bin so verliebt in diese beiden. Ich werde die dann auch nochmal rothaarig und schwarzhaarig und so machen. Und die sind echt schnuffig. Dann muss ich noch eins loswerden. Ich interessiere mich ja so für intuitives Malen und für abstrakt. Puring ist ja auch so eine Art, mit Farben zu spielen und so. Tut mir mal einen Gefallen und gib mal ein auf YouTube. Intuitives Malen. Muss. Ist das irgendwo geschrieben, ein Gesetz, dass man immer so machen, also nicht immer so, aber so. Dann fange ich an. Ich setze mich hin und zünde mir erstmal eine Kerze an. Gehe dann in mich und suche Kontakt zu meinem kreativen Ich und lasse mich von meinem kreativen Inneren führen. Ich zeige euch das jetzt mal, was bei mir da rausgekommen ist. Ich habe es versucht, hier. Ich habe einmal rot und einmal gelbe Tinte genommen, die ich letztens in der Procreate-Kiste drin hatte. Das ist dabei rausgekommen. Zwei Dinosaurier, ein Fleischfresser, ein Vegetarier. Der eine hat eine Keule, der andere hat eine Wurzel und die treffen sich. Das ist meine intuitive Malerei. Alter Schwede. Man muss doch nicht so ein Shangri-La-Hau haben, es geht ja auch ohne, wenn man jetzt keine Kerze hat oder Räucherstäbchen oder so einen indischen
Tücher waren. So, ich suche so dieses für mich Normale. Ich lieb Klangschalen und auch Mobilis und Glockengeläut und aber muss das muss nicht so nach außen getragen sein. Das schreckt mich ab. Und dann auch diese teilweise, ich kann es jetzt so verstehen, wenn man ein Video gucken möchte, ich möchte dann irgendwas lernen oder so und entweder ist das Speedpaint, das ist sowieso nichts, auch bei diesen intuitiv oder abstrakt, diese wahnsinnige Musik. Weil ich will ja hören, dass der redet, aber irgendwie, die reden alle so. Ich habe eben zu Christen gesagt, ich sage, so redet keiner. Ich kenne keinen, der so redet. Naja, vielleicht ist das nur meine Ansicht, aber die musste ich leider mal rausposaunen. So, ich werde mich jetzt an meine Mörder Forensic Files First 48 Serien schmeißen und mir meinen Salat schmecken lassen. Bis morgen, morgens Heiligabend, denk dran. Einen wunderschönen Heiligabendtag. Warte mal, ich muss mal eben. Achso. Wunderschönen Heiligabend. Es ist 23:30 Uhr. Die Nacht war kurz und meine Augen dick. Ja. Ich war zweimal hoch und habe mich wieder hingelegt. Ich bräuchte eigentlich Esslöffel für meine verquollenen Augen. Aber hier ist auch alles slowly, ne? Sven hat eben bei seinem Arbeitskollegen angerufen, ehemaligen, der hat heute Geburtstag. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, dass ich mich gleich wieder hinlegen möchte. Wisst ihr, warum man zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen sollte. Eigentlich während der Wintersonnenwende. Bis nach Neujahr. Wintersonnenwende. Erzähl mal bitte, Sven. Weil da die Dämonen und so die wildeste Zeit haben und die wilden Reiter aus dem Nebelland und so, die treiben ja Unwesen und die sind dann sauer, wenn sie sich in der Wäsche verfangen. Und dann nehmen sie, die meisten mögen sie keine helle Wäsche, schon gar keine Bettlaken. Das nehmen sie denn. Und benutzen das im kommenden Jahr als Leichentuch für ein Familienmitglied. Und Sven ist am Wäschewaschen seit, ich weiß nicht, er sucht Bettlaken. Spaß natürlich, nur Spaß. Ja, Alex hat die Schuhe, die ja, ja. Alex hatte ja Heiligabend so einen Unfall mit seinem Finger. Er war ja so schrecklich gestürzt und zerbricht die Turnschuhe. Ich muss gleich erstmal Tabletten nehmen und. Oder habe ich die schon heute Morgen genommen? Nee. Nee, du warst heute Morgen hoch. Doch, ich war hoch, war ich aber nicht zum Tabletten nehmen. Ich war nur hoch und habe meine. Gips-Dinge habe ich ausge. Der Alabaster-Gips ist aber trotzdem ein bisschen besser. Welcher ist das? Den ich von Amazon hatte. Ah. Aber der ist auch ein bisschen teurer. Egal. Ja, ich werde jetzt erstmal meine Tabletten einnehmen. Und dann geht das heiligabendmäßig hier weiter. Also es passiert hier nichts. Wir singen keine Lieder. Das Einzige, was wir nachher machen, was Sven gestern auch noch gekauft hat, ist das dreiteilige Tapeziertisch-Set, damit wir zusammen einen Tisch essen können. Das ist für uns wichtig. Zusammen am Tisch sitzen und essen. So nämlich. So, ich sag jetzt Prost Heiligabendkaffee. Das ist kein 2 oder 3 in 1. Das ist der gelbe Milliliter diesmal. Ah. Gib mir einen Kaffee und eine Zigarette und ich bin glücklich. Schönen Heiligabend. Die Schilddrüse ist schon mal weggespült. Dann geht eben Gassi. Es ist ein Wetter. Gestern war hier morgens Schnee. Es hat geschneit. Ist auch ein bisschen liegen geblieben und dann kommt gleich der Regen.
aus dem Matschanzug draußen. Achso, ich habe Heiligabend ausgepackt. Von Bille war eine Mütze im Päckchen. Diese. Und intense Handcreme. Und ein Häkeldeckchen. Von Gitte. Da waren drin ein Karamak, Merci Petits Kaffeesahne, Vanille-Duftteelichter, eine Kerze, ein Weihnachtsmann von Milka. Und jetzt haltet euch fest, die werde ich auch wohl gleich anziehen. Schäfchensocken. Und jetzt guckt mal bitte die Schäfchen an, wie aufgepuffelt die sind. Ganz weich. Und sie haben Rutschnoppensocken, also so Home Socks. Am besten sind die Schafe. Die sind der Knaller. Oh. Ja. Ich weiß jetzt, ob ich das Video jetzt schon mal hochlade und Heiligabend dann The Bradley mache. I think so. Einen wunderschönen heiligen Abend für euch. Ob mit der Familie, alleine, egal. Ich schicke liebe Grüße. Gruß. Gruß und Schluss. Tschüss.